Hallo, Leute. Wir schauen jetzt die Glaubenswege an. Okay? Es wird cool. Ich bin sehr gespannt auf diese Folge. Ich fand das bisher alles sehr schön und wholesome irgendwie. Und ja, schauen wir hier mal. Und ich freue mich. Let's go. Lass die Muskeln los, den Bauch fallen. Je entspannter wir sind, desto mehr können wir wahrnehmen. Also für die Leute, die es nicht wissen, vielleicht nochmal ganz kurz, worum es hier geht. Es ist die Glaubens-WG. Da sind halt aus verschiedenen, also Christentum, Judentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus und eine Atheistin. Also halt verschiedene Leute da drin, die 6 Tage lang zusammen in dieser WG leben und halt über alle möglichen Themen reden. Wir hatten schon das Thema Vergebung und Sünde, Reue und so. Letztens ging es darum, wie Allmann sind die. Und hier geht es jetzt dann eben um Beziehungen und Sex. Und ich freue mich sehr darauf. Und ich, das könnte halt so sehr krass eskalieren. Aber die sind alle so, ich finde es alles richtig schön bisher und voll wholesome. Und ich finde, man kann daraus viel mitnehmen, dass man halt einfach lernt, so andere Meinungen auch mal auszuhalten und mit Leuten dann halt trotzdem aber in Kommunikation zu treten und empathisch füreinander zu sein und so. Und ich finde das richtig schön bisher. Das war's. Danke. Dankeschön. Danke, dass. Und ich bin auch Atheistin. Ich glaube auch an nichts. Ihr das Ja, gemacht vielen habt. Dank. Beziehungsweise ich glaube, wenn ich sterbe, dann bin ich halt, keine Ahnung, unter der Erde irgendwo, hoffentlich verbrannt, damit ich möglichst wenig Platz einnehme und so. Keine Ahnung. Super, super. Deine Stimme war auch sehr beruhigend. Ja, ne, ich habe ein bisschen Übung. Angemerkt. Stimmt, das hatte ich gesehen, dass da Maria Popov dabei ist. Ja, ich liebe sie. Amazing. Oh, ich freue mich so sehr. Die finde ich so cool. Ich finde dich so, so cool. Oh mein Gott, da kommt jemand. Oh mein Gott, ich kenne sie. Oh, wow. Ja. Rote Luftballons in Herzchenform, das kann ja nur sich um Liebe drehen. Liebe, liebe, Hi, liebe. grüßt euch. Hi, ich bin Hi, Maria. Hi, Samasara. freut mich Hallo. voll. Hi. Mein Name ist Maria Popov, ich bin Journalistin und Moderatorin. Und besonders Expertin in so manchen bestimmten Gebieten. Und deswegen ist heute ein besonderes Thema des Tages, nämlich Liebe, Sex und Beziehung. Mina. Wie tiefsinnig wird das jetzt? Deswegen bin ich gekommen, weil ich schon so ungefähr seit 8 Jahren zu diesen Themen halt selber recherchiere, schreibe oder auch selber meine Geschichte erzähle, weil Oh. ich religiös. Sie hat genau dasselbe Outfit an, oder? Wie in das letzte Gespräch vorhin. Da hatte sie auch diesen Dingern und ich glaube auch so ein T-Shirt drunter. Nur der Eyeliner ist nicht. Es ist also bestimmt nicht derselbe Tag. Aber es ist auch ein cooles Outfit. Familienmitglieder habe, die teilweise mit meiner Homosexualität nicht klarkommen. Und ich fühle es total, dass das manchmal cringe und manchmal aufregend und irgendwie schwierig sein kann. Und deswegen regeln wir das heute zusammen. Habe ich ein bisschen gezittert, weil so, ich weiß halt so, wie der Islam da bei diesen Themen auf dem aus wie eine Kreuzfeuer. Hose. Ich hab, also ich weiß nicht, ich hab sie jetzt. Haben wir sie jetzt schon irgendwie ganz gesehen? Ist es nicht sogar. Ich weiß gar nicht, ob wir den unteren Teil von ihr schon gesehen haben. Ist das ein Oberteil? Ich hätte jetzt, ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass es so eine Latzhose ist, die halt aber nur an einer Seite ist. Steht. Beim Thema Partnerschaft und Beziehung ist eine Perspektive oft eine, die untergeht, nämlich die von muslimischen Frauen. Und welche muslimische Frau könnte dafür viel besser, am allerbesten eigentlich da sein? Nämlich Oma, ich glaube, du kannst es dir schon vorstellen. Oh, kommt eine Ja. Frau? Oh!
Ich bin Julia, ich bin die Frau von Omar. Muslimische Frauen sind sowieso unterrepräsentiert, deswegen dachte ich, komm, tanze ich an. Cool. Ich habe Kekse, aber die müssen nicht geschmolzen. Halb geschmolzen, danke. Wow, ich war total hin und weg. Die strahlt so eine Herzenswärme aus, ja. Ich fand sie auch irgendwie jetzt direkt irgendwie den ersten Ausschnitt, den wir von ihr gesehen haben, direkt sympathisch. Schauen wir mal. Praktizierender Muslim bin ich seit 3 Jahren. Zu dem Zeitpunkt hatte ich eine Freundin. Julia hat von sich aus angefangen, sich damit zu beschäftigen. Ja, und ist dann konvertiert. Und jetzt haben wir meine Frau. Das war einfach so süß, die beiden zu sehen. Er guckt immer so, Gott sei Dank. Wenn ihr Lust habt, können wir ja uns mal vielleicht da drüben hinsetzen. Habt ihr Bock? Über nichts ist so viel geschrieben worden wie über die Liebe und über die Lust. Auch in den Heiligen Schriften findet das natürlich seinen Platz und auch seine Regeln. Kommt ihr darauf, aus welcher Heiligen Schrift diese Zitate stammen? Lasst uns die Passagen deuten und darüber sprechen, ob diese mit unserem heutigen Leben überhaupt vereinbar sind. Sofort rein. Ihr werdet sehen, ich bin ein bisschen competitive. Also, ja, haben wir gar nicht gemerkt. In der Kindheit muss ein Frauenzimmer von ihrem Vater abhängen, in ihrem jungfräulichen Alter von ihrem Ehemann. Ein Frauenzimmer muss nie nach Unabhängigkeit streben. Oh mein Gott, das ist... Voll, ne? Wenn ich das lese, bei mir schnürt sich natürlich auch alles zusammen. Ich denke mir, was für ein Frauenzimmer, Alter. Vielleicht aus dem Koran, aber ich werde wahrscheinlich gleich eines Besseren belehrt. Das ist Manus Mriti. Ich fand es erschreckend, dass das auch direkt mein erster Gedanke war. Das hört sich nach etwas an, was als Klischee ständig reproduziert wird über den Islam. So. Ja. Ich finde es irgendwie mutig, das auszusprechen im Sinne von, wir wissen, dass diese Klischees in unserer Gesellschaft herrschen und wir wissen auch, dass sie rassistisch immer wieder weitergetragen werden. Wie erlebst du das zum Beispiel, Julia? Viele denken, dass Frauen im Islam gar keine Rechte haben, aber tatsächlich sind die im Koran verankert, viele Rechte. So. Recht auf freie Partnerwahl, Recht auf Scheidung, Recht Land zu besitzen, Bildung, ganz, ganz wichtige Dinge. Es gibt Sahaba, die haben gesagt, in einer Schlacht haben wir uns hinter dem Propheten versteckt und er hat sich hinter ihr versteckt. Meine Frau nimmt gerade ihre Position ein. Bei einem Manne darf man nicht liegen, wie man bei einer Frau liegt. Das wäre eine Gräueltat. Das ist Bibel, oder? Levitikus müsste das sein, oder? Das ist vermutlich der am meisten zitiert. Ja. Naja, die Sexstellung ist ja auch an manchen Stellen anders, ne? Wenn man es jetzt positiv betrachtet. Ich mache jetzt einfach mal eine andere Auslegung. Ich würde es auch mal neu auslegen. Dann ist es wieder okay, diese oder? Diese Interpretation habe ich ja, noch nie gehört. Tut mir leid, aber kam gerade über mich. Das ganze Alte Testament ist so voll solcher Verse, wo man einfach sich denkt, oh mein Gott, wie brutal. Und das geht ja überhaupt nicht. Und die Frage ist immer, kann man das so wortwörtlich nehmen, wie es so drin steht? Aber wie wird es denn ausgelegt? Boah. Willst du? Mach du bitte, ja, weil ich bin da leider nicht drin. Tut mir leid. Also es wird ausgelegt tatsächlich, ne, dass männliche Homosexualität, also zumindest männliche Homosexualität, nicht ausgelebt werden soll. Wie gehen wir damit um? Man sagt beispielsweise, okay, hey, die Heiligen Schriften, also die, beziehungsweise die Tora, die ist mehrheitlich vom Menschen geschrieben oder quasi mehrheitlich von Gott gegeben, aber trotzdem mit menschlichen Ergänzungen. Und da setzt man sich dann auch so mit auseinander. Also in vielen Reformgemeinden ist beispielsweise die gleichgeschlechtliche Ehe, ist nicht gang und gäbe, aber gleichgeschlechtliche Paare werden getraut, auch unter einer Chuppa. Auf 5-fache Art und Weise soll der Ehemann der Ehefrau entgegenkommen. Mit Achtung, sie nicht herabsetzen, ihr die Treue halten, ihr die Entscheidungen überlassen, ihr Schmuck und Schönheitsmittel kaufen. Das ist das Sigalovada-Sutta. Ja, genau. Aus dem Pali-Kanon. Ja. Damasara hat ja so eine Challenge drin gesehen. Oh, das war schon witzig. Ja. Da geht es eigentlich nicht nur um die Beziehung von Mann zu Frau, sondern jegliche Beziehung, die ein Mensch haben kann. Es ist natürlich ein archaisches Bild. Ich meine, ich habe keine Frau, ich habe aber einen Partner, einen Freund, also ich lebe gleichgeschlechtlich. Ich überlege mir, okay, was heißt das so, ne? Was könnte das für mich bedeuten? Also das mit dem Schmuck zum Beispiel,
Es gibt diesen Spruch, okay, das, was man liebt, verschönert man. Das muss ja jetzt nicht Schmuck sein. Stimmt, eigentlich könnte man das doch mit der Bibel genauso machen. Und wieso muss man das immer auf Mann und Frau beziehen? Ja. Er muss eine Jungfrau. Oh, voll gut, dass sie da so eine Erkenntnis hat, weil sie hat ja in der ersten Folge ja auch noch irgendwie gesagt, dass sie da ja auch so ein bisschen hin und her gerissen ist, dass sie natürlich auch queere Menschen nicht ausschließen will und so, aber halt trotzdem irgendwie so hin und her gerissen ist, weil es ist halt irgendwie dann nicht das Gleiche und ich weiß nicht mehr, was sie genau gesagt hatte, aber dieses, sie sieht halt trotzdem, dass halt irgendwie nur Mann und Frau wirklich eine Ehe haben können und so, aber sie findet, dass andere auch gesegnet werden können, aber halt so. Sie hat sich damit so ein bisschen schwer getan und jetzt kommt bei ihr so die Erkenntnis, hey, das könnte man bei der Bibel ja auch so machen. Das finde ich gerade richtig schön. Gesellschaften und so auch religiöse Kreise sind doch immer widersprüchlich, oder? Also im Sinne von, dass es normal ist, dass es unterschiedliche und halt auch gegensätzliche Ansichten in religiösen Schriften vorkommen. Ja, voll, weil die auch unterschiedlich übersetzt wurden und so, das ist ja auch ein Ding, dass die je nach Land und sowas unterschiedlich übersetzt wurden. Oder da gibt es ja auch verschiedene Konfessionen nochmal, also ja. Jungfrau zur Frau wählen, deren Gang voll Anstand, so wie der Gang eines Flamingo oder eines jungen Elefanten ist. Ach du Gott, wie viel toxische Männlichkeit ist in diesem Jungfrau zur Frau wählen. Sein. Stimmt, eigentlich könnte man das doch mit der Bibel genauso machen. Und wieso muss man das immer auf Mann und Frau beziehen? Er muss eine Jungfrau zur Frau wählen, deren Gang voll Anstand, so wie der Gang eines Flamingo oder eines jungen Elefanten ist. Ach du Gott, wie viel toxische Männlichkeit ist in diesem Satz? Ist das wieder Manus Milti? Ja. Dieser Elefant ist ein traditionell indisches Elefant, Symbol. Eigentlich im traditionell indischen ist dieser Elefantengang eher was Elegantes. Du bist sozusagen, so du hältst dich gelässig, aber auch schreitest stark voran und so. Ja. Das ist so krass, woher, wie man so Schönheitsideale so überall findet. Oder würdest du das anders interpretieren? Und manchmal können die Omis auch ein bisschen hart sein. aber so halt Pflegen von Haut und Körper wird bei uns unbewusst von klein an schon aufgezogen. So. Lange Haare, weite Augen. Ist zwar die Theorie, aber schwierig in der Praxis mäßig. Das klingt ja so ein bisschen so, ich bereite mich darauf vor, dass ich gut genug bin zu heiraten. Also so. Ja. So, also, als wäre das so das Ziel des Lebens, zu heiraten. Ja, für mich persönlich ist es mein Ziel, meine eigene Familie dann irgendwann zu gründen. Und die meisten Männer wollen eine typische Schönheitsfrau haben. Ist das so, dass der Mann Sex mit anderen Frauen haben darf, aber die Frau immer noch Jungfrau sein muss? In der heutigen Sicht ist ja viel mehr so Gleichberechtigung. Mhm. So, wenn du von mir erwartest, dass ich Jungfrau bin, dann erwarte ich das von dir auch natürlich. Man ist es so gewohnt, dass dann Leute in so Länder des globalen Südens, wie auch immer, schauen, ey, da ist das so krass mit den Frauen und der Jungfräulichkeit oder so. Aber hey, sorry, in Deutschland werden Frauen super krass anhand des Bodycounts. Ja, total. Das ist hier auch immer noch. Ich meine, diese ganzen Dating-Coaches, die ja auch irgendwie suggerieren, dass eine Frau mit jedem Mann irgendwie an Wert verliert und das Ganze. Also das, da muss man nicht immer so in andere Kulturen schauen, weil auch hier ist das ein Ding. Genau, the worst are always the other. Aber man kann halt auch einfach mal hier bleiben und bei sich drauf schauen. Gejudged und der ist entweder zu hoch oder zu niedrig, meistens zu hoch und dann ist sie eine Schlampe oder so. Und man muss gar nicht weit gucken, um zu schauen, wo wird die Promiskuität von Frauen bewertet oder. Voll, das ist hier gerade Werbung drüber. Ich arbeite ja auch mit Kindern und Jugendlichen und erst gestern hat eine 11-Jährige erzählt, dass sie halt jetzt auch irgendwie als Schlampe bezeichnet wurde, dass sie so beleidigt wurde und dass das halt auch so jung schon anfängt, so obwohl die ja
noch nichts in irgendeiner Weise mit Sex zu tun haben wollen, auch nur, ist dann trotzdem, dass die schon so sexualisierte Beleidigungen abbekommen. Und hi, who, how, what? Oder nicht? Es ist leider noch ein Thema, aber in der kommenden Generation nicht mehr. Was ich gut finde. Sie sollen ihre Augen niederschlagen und ihre Keuschheit bewahren, den Schmuck, den sie tragen, nicht offen zeigen und ihre Tücher über ihren Busen ziehen. Das ist Islam jetzt. I think that's us. Ja, das ist der Koran. Ja. Doch, das klingt nach uns. Also es geht um den Hijab mitunter, aber es geht auch um generelle Bescheidenheit. Dass man nicht allzu eitel und nicht zu protzig sich gibt, dass man nicht so... Oh shit. Das ist interessant, so wenn man das miteinander vergleicht. Wo war das vorhin? War das, ich weiß nicht mehr, wo es war. Im Buddhismus? Dieses, dass man ja auch die Person, die man liebt, schmücken soll und das, was man toll findet, dass man das halt so wahren soll und das halt erst recht so ehren soll, indem man es halt schmückt und sowas. Und hier halt das komplette Gegenteil davon, dass man halt nicht damit protzen soll und sich eher zurückhalten soll. Sie sind von meiner Mama und vom Flohmarkt, ich schwöre. Du musst es nicht rechtfertigen. Was findest du, ist der größte Missglaube, wenn es... Ich sehe jetzt, es ist tatsächlich ein Top. Das ist interessant. Ich dachte irgendwie, es wäre eine Latzhose, aber es ist tatsächlich ein Top. Interesting. Um das Bedecken der Frau geht. Dass wir das unfreiwillig machen? Wenn ich mich im Spiegel sehe, dann sehe ich mich im Kopftuch und ich denke, ja Mann, ich bin angekommen. So, ich fühle mich richtig wohl. Und es gibt keinen Zwang im Glauben. Zumindest ist das ein Grundsatz. Also zum gewissen Teil kann ich da halt auch so ein, kann ich das so auch nachvollziehen, auch so wie mit Schuluniform und sowas, dass man halt einfach sowas hat, was vorgeschrieben ist, wo man sich nicht selber da Gedanken drüber machen muss. Wie kleide ich mich jetzt heute? Was kann ich jetzt anziehen? So, was hatte ich gestern schon an? Was hatte ich vorgestern schon an? Was hatte ich im letzten Stream an? Ich da so ein bisschen drauf achten muss und sowas. Oder halt meinen Haaren, einfach Kopftuch und egal, wie meine Haare gerade aussehen und sowas. Also den Aspekt davon kann ich jedenfalls nachvollziehen, dass man sich damit dann halt irgendwie so ein bisschen wohler fühlt und ein bisschen freier dadurch fühlt, weil man nicht so viel darauf geben muss, wie man jetzt aussieht. Und gleichzeitig, wenn es halt so aufgezwungen ist, wo man eben keine Individualität zulassen kann, das ist dann halt schwierig. Im Buch, alle muslimischen Frauen, alle Frauen, die ich kenne, sind sehr emanzipiert groß geworden. Das ist so ein Wertesystem, das ich mit meinen Freunden, meinen Schwestern teile. Uns könnte, glaube ich, keiner erzählen, was wir an- oder ausziehen. So. Weiß ich nicht, kennst du das Gefühl auch manchmal, dass du denkst, hä, wer judgt denn jetzt gerade? Warum judgt ihr Männer jetzt gerade? Über zum Beispiel, wie die Frau sich angeblich richtig oder falsch bedeckt hat. Das ist ja schon trotzdem auch eine Diskussion, die geführt wird. Ich will gar nicht für jede muslimische Community sprechen, aber in meiner ist es wirklich, also das Kopftuch wird eigentlich nicht beurteilt von anderen Schwestern und von Männern schon gar nicht, weil sie tragen es nicht. Das ist nicht deren Kampf, Mann. Das ist gar nicht deren Kampf. Das ist unserer. Und manchmal ist es schwierig an manchen Tagen, wenn ich weiß, ich fahre nach Köpenick. Aber das heißt nicht, dass ich das nicht trotzdem mache. Es gab Familienmitglieder, die nicht so zurückhaltend waren bei dir, ne? Nee, mein Vater fand es wohl nicht so gut, als ich dann mal mit Kopftuch ankam. Da war ich gerade sehr neu konvertiert. Seine Tochter halt, ne? Und dann kommt die an. Und dann sieht man gar nicht mehr die Haare. Und dann redet die vielleicht auch bald nicht mehr und macht nicht mehr, was sie möchte, weil der Mann da ist und der hat ehrlich Angst gehabt. Und ich glaube, dass er irgendwann verstanden hat, dass ich mich gar nicht verändere, dass ich immer noch die gleiche durchsetzungsfähige, hoffentlich integere Person bin, die ich vorher war, wenn nicht mehr. Also ich fühle mich eigentlich wohler als vorher. Mich hat voll berührt, die Geschichte, weil ich so, weil das war ja auch das Thema, was wir eben... So sollte das halt sein. Dass Leute sich dazu entscheiden können,
ob sie das so machen wollen oder nicht. Aber es ist halt eben trotzdem immer noch das reale Problem, dass vielen Leuten, vielen Frauen das aufgezwungen wird. Eine Meinung, die ganzen Regeln zu Sexualität gibt es doch nur, weil die Religion es nicht mag, wenn sie Dinge nicht kontrollieren kann. Ja, total. Religion war immer irgendwie so ein Instrument, um Menschen zu kontrollieren. Oder wurde dafür immer halt verwendet. Wie wir vorhin hatten, so, dass man doofe Aussagen treffen kann und vielleicht erstmal anders denken kann, aber man kann es einfach ändern und dann lernen. Also ich finde das total schön. Man kann sich von Vorurteilen selbst auch nicht freisprechen, sich natürlich auch denkt, warum ist sie in den Glauben eingetreten? Warum ist sie konvertiert? Was mich total beeindruckt hat bei ihr, war, wie sie mit dieser Erfahrung umgegangen ist, wie sie das eingeordnet hat, wie sie vielleicht auch Vergebung praktiziert hat. Es gibt eine andere Perspektive und es ist einfach schön zu sehen. Ja. Ich sag immer, mein Zimmer ist richtig. Oh Gott, ja. Ich sehe mal wieder einige mit Kopftuch, aber schminken sich komplett. Warum nicht? Es ist ja auch komplett Auslegungssache, wie sich Leute kleiden. Es gibt halt Leute, die ihren ganzen Körper verhüllen und so. Und es gibt Leute, die halt nur ihr Haar bedecken und sonst nichts. Also keine Ahnung, das ist halt total unterschiedlich, wie Leute ihr Leben leben. Wild, dass es auch bei Religion nicht nur eine Möglichkeit gibt, das auszuleben. Und nicht nur da, keine Ahnung, das ist nicht alle genau wie die anderen sind. Oder nicht alle wie alle anderen sind. So, das ist nicht eine Art zu leben. Wer richtet das ein, denkt sich so, ey, ich habe eine super Idee. Ich glaube, da gibt es so eine Sexualpraktik, die ich jetzt so von oben ist nicht ganz verstehe. Da ist nochmal eine Sexschaukel, jetzt komme ich da erst drauf. Das war mein erster Guess. Hast du mal die Bilder gesehen, Josie? Oh, die sind mir gar nicht aufgefallen. Ja, aber die finde ich ästhetisch. Ja. Finde ich sehr ästhetisch. Aber hier ist so viel zu entdecken, guck mal hier. Würdest du einziehen? Nein, nein. Also ich würde es schon nehmen. Ich ja, schon echt? Geil. Ja. Das fände ich richtig nice. Ehrlich gesagt. So Bock. Ich habe ja eh schon so viele Bücher, die irgendwie mit Sex und Sexualität und so zu tun haben. Und das ist mein Traum. Einfach. Also vielleicht nicht so, aber halt, keine Ahnung. Das wäre nice. Irgendwann mal wo zu leben, wo ich genug Platz habe, dass ich ein großes Bücherregal hinstellen kann, meine ganz coolen Bücher da rein können. Schon für einen Mann sein, welcher Zweck hat das Kopftuch sonst? Es ist halt ein religiöses Symbol und es ist ihr halt wichtig, eine Verbindung zu ihrer Religion, eine Verbindung zu nicht Gott, sondern zu Allah? Verwechsel ich es gerade? Nee. Ich kann sagen, ich habe das auch selber zu Hause. Das ist ein Kartenspiel, womit man PartnerInnen besser kennenlernen kann. Ach echt? Das ist doch ein Spiel für heute Abend. Das hier ist ein Spiel, wo man sexuelle Bedürfnisse von seinen PartnerInnen... Ich bin mir doch nicht sicher, ob das so für unsere Konstellation die richtige Idee ist. Ich habe andere Fragen dabei. Wir können ja mal... Leider nur nicht du. Ah. Dankeschön, Krummelschäfchen. Dankeschön für den Prime-Sub. Tragen Menschen auch aus unterschiedlichen Gründen Kreuze oder haben welche tätowiert? Ist das wirklich so ein wilder Take, dass Menschen individuelle Entscheidungen treffen und man ihnen das nicht per se zuschreiben kann? Ja, vor allem gerade mit sowas, was vielen Frauen ja lange irgendwie auf oder halt auch heute immer noch so aufgezwungen wird, ist es doch was voll Schönes, dass das aufgelockert wird und dass wir dass so eine wie sie, ich weiß jetzt ihren Namen leider nicht mehr, dass sie die Möglichkeit dazu hat, selber zu entscheiden, wie sie das leben will und ob sie das so leben will. So sollte es halt sein. Ich möchte noch einen weiteren Versuch mit euch starten, euch besser kennenzulernen und auch eure Einstellung. Und ihr müsst mir dabei helfen. Hier so eine Reihe mit allen Kissen.
direkt so nebeneinander, jawohl. Ich lese eine Frage vor, ihr positioniert euch von ich stimme sehr doll zu bis hin ich stimme überhaupt nicht zu. Wenn ihr nicht einverstanden seid mit wo ihr gerade sitzt, dann lasst uns bitte auch drüber reden. Denn ja, dieses Spiel ist so gemacht, dass ihr euch alle irgendwo hinsetzen müsst. Ja, es ist halt schwierig. Ist es Zeichen der Unterdrückung oder ist es ein Religionssymbol? Kann ich reden. Ist was anderes als Kreuze? Da kritisiere ich nicht die Frau für. Ja, aber wie gesagt, kritisiert vielleicht den Zwang, dass Leute das tragen müssen und nicht individuelle Leute. Vor allem, wenn sie sich selber dafür entschieden haben, offensichtlich. Sex vor der Ehe, ja oder nein? Ich glaube, ihr wollt reden, ne? Wollt ihr nee, reden? Ja, wir wollten uns nur kurz abstimmen. Ja, aber nicht so. Ich bin auf jeden Fall, ich glaube, hier noch einen Schritt zu sehr Richtung Nein positioniert worden. Ich glaube, ich wäre hier besser aufgehoben. Okay, ja, das na tut gut. Mir schneller. Stellen wir uns so vor. Also ich bin in der Mitte, weil ich beide Sachen gut vertreten kann. Kann's gar nicht verstehen. Also, ich würde nicht mit einer Person mein Leben verbringen wollen, dass das so die einzige Person ist, mit der ich jemals irgendwie Sex haben sollte. Wenn ich nicht weiß, ob das auch funktioniert zwischen uns. So, keine Ahnung. Will ich nicht. Aber gut. Das Christentum sagt oder katholische Kirche, Sex ist etwas, was in einen geschützten Raum gehört. Und der geschützte Raum ist die Ehe. Also, dass man auch Sex vor der Ehe leben möchte, aber man muss damit rechnen, dass es da Konsequenzen geben kann, die einen einfach auch fürs restliche Leben auch negativ beeinflussen können. Auch als Feministin finde ich es voll übertrieben manchmal, wie über Sex teilweise geredet wird. Auch Sexpositivität, ja, lass über Kinks reden und lass über Bodycounts reden und wer in welchem Club schon auf welchem Floor gefickt hat. So sind ja, die Blöd. Ja, und das finde ich krass. Deswegen bin ich auch zu dem Punkt gekommen, dass ich sage, okay, vielleicht wäre das für mich auch der richtige Weg gewesen. Wir hatten es ja bei Never Have I Ever, ne? Dieses, der One-Night-Stand. Ja. So, ich bereue das. Ich kenne den Islam als eine sehr sexpositive Religion. Da gibt es mehr erlaubte Dinge als Tabus. Und diese Sicherheit, von der du sprichst, innerhalb vom Rahmen der Ehe, genau die ist, gerade wenn man sich irgendwie so offenbart, super wichtig. Wir leben tatsächlich, glaube ich, zunehmend in so einer Gesellschaft, wo die so ein bisschen übersexualisiert fast schon ist. Auf der anderen Seite, was ist die Alternative? Dass du Sex als etwas Schambehaftetes empfindest. Und da muss man natürlich auch schauen, was macht das mit der Psyche des Menschen, wenn du dich ganz strikt an religiöse Verse oder religiöse Texte hältst. Was macht das eigentlich mit dir? Aber du hast zum Beispiel irgendwie auf etwas anderes Lust, du hast Lust, was auszuprobieren. Natürlich wäre es ein Ideal, da irgendwie so einen Mittelweg zu finden. Okay, wie können wir Sex mal ein bisschen wieder enttrashen, anders als das ab und an vorgelebt wird, auch im Fernsehen. Ich würde mir schon wünschen, dass man diese Art von Umgang mit Liebe und Partnerschaft auch als eine normale Art akzeptiert und also dass Menschen auch finden so, nee, ich möchte mich aufheben bis zur Ehe für einen Menschen und dass das auch etwas Normales ist und nicht so komisch angesehen wird. Können Männer und Frauen... Johann. Ist halt beides nicht cool, egal ob jetzt Slut-Shaming oder das Gegenteil Prude-Shaming. Beides kacke. So sollten wir einfach nicht machen. Vor allem nicht über das Sexleben von anderen Leuten urteilen. Wie kochen und zu Hause bleiben. Ich kritisiere es, wenn man es anderen Frauen auferlegen will und dafür wirbt und es als die beste Entscheidung für alle darstellt, aber als eigene Entscheidung ist es nicht schlimm und Kritik sehr schnell anti-muslimischer Rassismus. Ja. Ja. Genau das, wir reden ja eben nicht über Frauen im Iran und so, sondern Frauen hier in Deutschland, die sich selber dazu entscheiden können, ob sie es tragen oder nicht. Frauen beste Freunde sein, ja? Nein. Oh. Ja, auf ja, das sind genau. Beste Freunde, ne? Ja, geht. Die tiefsten, was war? Komisch angesehen wird. Können Männer und Frauen beste Freunde sein? Das ist auch wild, wieso das nicht gehen sollte. Verstehe ich nicht.
Aber ist das tatsächlich auch so religiös irgendwo Freundschaft festgehalten, dass Männer und Frauen nicht befreundet sein dürfen? Ja, nein. Oh. Ja, das sind genau. Beste Freunde, ne? Ja, geht. Die tiefsten Freundschaften, gerade auch auf dem spirituellen Weg, hatte ich einfach mit Männern, sozusagen, mit Leuten meines eigenen Geschlechts. Dass es einfach bestimmte Gemeinsamkeiten oder irgendwie so gibt, die einen da auf einer psychologischen oder was weiß ich Ebene irgendwie tiefer gehen lassen. Also ich kann schon verstehen, dass man halt einfach mit Leuten, die dieselben Erfahrungen machen wie man selber, dass man da halt eher innigere Beziehungen hinkriegt. Weil es halt einfach, weil man auf so vielen anderen Ebenen halt miteinander connecten kann. Während meine Freundschaften also gerade wenn ich jetzt so an Cis-Männer denke, meine Freundschaften mit Cis-Männern sind sehr oft, dass ich denen halt auch so von meiner Lebensrealität erzählen muss und die irgendwie aufklären muss, damit sie mich überhaupt verstehen. So, ich kann mit denen trotzdem befreundet sein, klar, aber dass da trotzdem immer so viel Aufklärung in diesen Beziehungen, auch wenn es nur freundschaftlich ist, stattfinden muss. Aber viele Männer würden dir widersprechen und würden sagen, nee, meine Freundinnen, die weiblichen Freundinnen sind meine Ängsten, weil die reden mit mir über ihre Gefühle oder bla bla bla. Ja, ich glaube, dass das da so eine, vielleicht so eine Art internalisierte Homophobie oder irgendwie sowas da eine Rolle spielt auch, dass man denkt, okay, Emotionen haben immer irgendwas mit Liebe oder mit Romantik oder irgendwie sowas zu tun. Ich habe gemerkt, wenn Männer das tun und sich trauen, diesen Schritt zu öffnen, geht das extrem tief. Omar, warum sitzt du da an dem Ende? Wir haben auch gedacht, wir sind beste Freunde. Ja, jetzt schaut uns an. So. Look at you now. Wir waren anderthalb Jahre richtig dicke. Aber warte, das heißt ja nicht, du hast von Tag 1 gedacht, mit einer Frau kann ich nicht befreundet sein. Das heißt, du hast dich ja auf eine Freundschaft eingelassen, weil du dran geglaubt hast. Ja genau. Also ja zu dem Zeitpunkt waren wir auch nicht religiös praktizierend. Ja. In dem Fall wäre es dann wahrscheinlich ganz anders gewesen. Also dann wären wir wahrscheinlich auch einfach nie so eng befreundet gewesen. Also ich habe, seit ich praktiziere, keine männlichen Freunde mehr. Aber warum? Ich muss sagen, ich vermisse auch nichts. Was? So, warum würde mich jetzt interessieren, wie ist das gekommen? Hat sie sich selber dazu entschieden, keine männlichen Freunde mehr zu haben? Ist das was, was sie halt wirklich glaubt, wegen ihrem Glauben so? Oder also, dass es irgendwie wichtig wäre für ihre Religion, für ihren Glauben, dass sie keine männlichen Freunde haben kann. I don't know. Steckt in uns drin, dass das in Freundschaften nicht so... Oder wollten die Männer nicht mehr mit ihr befreundet sein? ...so einfach ist. Nur in der Friendzone zu bleiben, warum soll das was Schlimmes sein? Fortpflanzungstrieb. Crazy. Ja, aber trotzdem, ach, ich finde das so traurig, dass so viele Leute das immer sagen, dass man nicht mit Leuten einfach befreundet sein kann. Also, als ob Männer, ich weiß nicht, ich kann mich da null reinversetzen, aber als ob Männer wirklich so ticken, dass sie mit jeder einzelnen Frau, mit der sie Kontakt haben, mit der sie sich gut verstehen, auch schlafen wollen. Habt ihr keine Ansprüche? Nichts, was euch irgendwie besser gefällt. Vor allem sind ja dann viele Männer auch so, dass sie halt so krasse Ansprüche an Frauen haben, damit sie attraktiv finden. Und I don't know. Ich finde das richtig verwirrend. Ich meine, klar, wenn sexuelle Anziehung da ist, kann ich verstehen, dass da Freundschaft vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Aber wenn halt keine sexuelle Anziehung da ist, wieso sollte man nicht befreundet sein können? Ich meine, auch mit sexueller Anziehung. Ich finde, ich habe auch sehr hotte Friends teilweise. Ich kann trotzdem nur mit denen befreundet sein, ohne mit denen schlafen zu wollen. Hm.
Jetzt mal so ganz trocken. Ich glaube, mir greift das da ein bisschen zu kurz mit diesem Fortpflanzungstrieb. Okay. Also ich kann das verstehen, ja. Aber ich kann es halt nicht bewerten, weil ich es halt anders erlebt. Was ist das denn für ein Geräusch? Okay, irgendein Geräusch kommt von draußen. Ich bin jetzt das Heteroman und habe mehr oder bessere weibliche als männliche Freundinnen. Bei ein paar von den Freundinnen würde ich ehrlich gesagt nicht nein. Ich kann auch sexuellen Verhältnis sagen, aber es ist nicht der Grund für die Freundschaft. Ja. Ja, ich meine, so wie ich ja auch gesagt habe, ich habe auch sehr attraktive Freunde teils und keine Ahnung. Sind jetzt trotzdem nicht unbedingt. Also ich bin mit denen befreundet, weil ich mit denen befreundet bin. Und nicht, weil ich die hot finde oder so. Und ich weiß nicht, unter anderen Umständen oder so hätte vielleicht auch mit der einen oder anderen Person was laufen können. Aber oder vielleicht könnte auch in der Zukunft noch irgendwann was laufen. I don't know. Aber trotzdem, ich weiß nicht. Mit der Frau greift auch ziemlich weit. Man ist ja auch nicht mit jeder Mann und Frau befreundet. Ja, klar, aber mit jeder Frau, mit der du dich verstehst. Nur weil du eine Frau sympathisch findest, heißt es ja nicht, dass du mit ihr direkt auch schlafen willst und direkt mit ihr zusammen sein willst. Oder? Finde ich alles sehr weird. Verstehe ich nicht. Vor allem, es funktioniert halt auch für mich als bisexuelle Person per se schon nicht. Dann dürfte ich gar keine FreundInnen haben. Weil ich dann halt einfach... Mit wem soll ich befreundet sein? Darf ich nur noch mit Tieren befreundet sein oder so? Oder was? Freundschaft ist ja auch eine Beziehung, die sich entwickelt, und wenn er mal romantische Anziehung im Spiel war, muss das nicht ausschließen, dass man weiter im Leben Zeit miteinander verbringen möchte. Ja, total. Und man kann auch mit Leuten befreundet sein, die man gedatet hat. Man kann mit Leuten befreundet sein, mit denen man zusammen war und man sich getrennt hat. Man kann mit Leuten befreundet sein, die man auch tatsächlich attraktiv findet und nicht nein sagen würde, wenn sich was ergeben würde. Dass man doch irgendwie miteinander schläft oder so, aber trotzdem kann man die Person respektieren. Und das Problem ist halt, wenn man dann irgendwie so eine Eifersucht dahingehend oder sowas in die Richtung entwickelt, dass du den Leuten, mit denen du befreundet bist, auf die du dann noch irgendwie stehst, nicht gönnst, wenn sie was mit anderen Personen haben oder sowas, weil dann ist es halt schwierig für eine Freundschaft. Aber ja, I don't know. Ist schwierig. Aber heißt es, du würdest dich ein bisschen bedroht fühlen, wenn Julia einen besten Freund hätte? Weil du denken würdest, aus meiner Erfahrung kommt die Liebe vielleicht dann irgendwann und ich kann es nicht aufhalten. Nee, ich fühle mich nicht bedroht, weil ich kann Julia vertrauen. Gleichzeitig, wie soll ich sagen? Darf ich? Ja. Freundschaften sind total machbar, wenn du deine Grenzen setzt. Aber so beste Freunde, so richtig emotional dicht, weiß ich nicht. Hm. Letztes Abschlussplädoyer dagegen vielleicht noch? Aber ich finde das mit den Grenzen super. Mit den Grenzen, das ist es ja. Die habe ich nicht. Gleichgeschlechtliche Beziehungen, ja oder nein? Also, ja, bitte. Auf jeden Fall. Also, okay, also wer schön. Möchte etwas sagen? Ja, also für mich ist es relativ klar, ich bin homosexuell, von daher sitze ich hier, weil ich das super finde. Ich würde gern weiter da sitzen, okay. Und sehe mich auch ein bisschen weiter da. Ich finde dich zum Beispiel auch einen großen Ally. Das habe ich schon über die Tage festgestellt. Okay. Aber hätten wir jetzt gefragt, gleichgeschlechtliche Ehen, dann hättest du schon auf einem ganz anderen Sessel gesessen. Ich persönlich habe auch nichts gegen Homosexuelle, beziehungsweise Beziehungen ja. Ehe wiederum würde ich sagen, nein. Ich finde das immer so schade zu hören. Ne? Also, es tut mir auch mega leid. Ich mag dich so als Person. Ich weiß, es tut mir so mega leid. Ich finde das auch so
unverständlich, wieso man daran so festhalten will, dass Ehe dann doch so was Heiliges zwischen Mann und Frau sein muss. Ehe ist doch nicht immer religiös. Naja, Ehe ist ja, kommt ja aus Religion, so. Oder? Ist ja dieses vor Gott sich zu sagen, dass man sich liebt und so und für immer zusammenbleiben will. Oder? Was war zuerst? Diese religiöse Ehe? Oder? Bin ich auch irritiert, weil Ehe ist ja auch so dieses Ding von hier, nimm meine Tochter, damit wir Ziegen von dir bekommen. So, keine Ahnung. Oder damit unser Land keinen Krieg hat. Oder so ein Shit. Ich weiß gar nicht, was zuerst da war, to be honest. Für religiöse Menschen ist immer noch religiös. Und auch für Leute, die gar nicht so religiös sind. Ich kenne trotzdem Leute, die halt eigentlich nicht so religiös sind, für die es trotzdem wichtig war, in der Kirche zu heiraten. Irgendwie. Wo es noch gar keine Religion gab. Aber es gab doch schon immer Religionen. Ist doch schon so Höhlenmalerei, wo halt Götter verehrt wurden und so ein Zeug. Ja, es ist halt, also Ehe ist ja für viele religiöse Menschen ja wirklich ein wichtiges Konstrukt. So, das ist doch, hatten wir nicht... Sakramente? Sind das Sakramente? Verwechsel ich das gerade wieder? Ist das halt so ein wichtiger Meilenstein im Leben einer religiösen Person ist, weil es halt so deren Beziehung zu Gott auch irgendwie inniger macht oder whatever. Ja, genau. Irgendwie immer so ein Thema für mich, was ich, also ich weiß es, hört sich scheiße an und ich weiß auch viele andere in unserer Gesellschaft oder in der Gemeinde sind, denken vielleicht anders, aber es tut mir so leid, es ist für mich so ein Thema, was ich da sage. So. Das ist natürlich ein hartes Statement, erstmal. Mhm. Hey, ich bin total modern. Auf der anderen Seite habe ich trotzdem irgendwie die Schriften, denen ich total zustimme und vertraue und ich glaube, das ist die Wahrheit und das war schön und schwierig zugleich. Weil es genau sozusagen diese Kommunikation und diese Reibung, die es vielleicht auch manchmal braucht, hervorgebracht hat. Vielleicht ändere ich mich nochmal in 10 Jahren und denke vielleicht anders. Aber bis heute denke ich halt, Standesamt, go for it. Aber das heißt doch nicht, dass wir diskriminieren. Weißt du, das heißt, ich ja auch nicht. Also genau, es ist nur na, das. Na, wie soll ich das jetzt gekonnt sagen? In dem Moment, wo du sagst, ein schwules Paar darf nicht heiraten oder sollte nicht heiraten, diskriminierst du. Du willst nicht diskriminieren, aber du tust es. Also davon muss man sich, wenn man es aussagt, dann muss man auch damit leben, okay, dass man eine diskriminierende Aussage trifft. Okay. Ich glaube, das muss man sich dann auch selbst anerkennen, weil zu sagen, ich möchte das nicht und ich möchte da nicht die Gleichstellung, da kannst du nicht sagen, ich diskriminiere nicht, weil das tust du faktisch in dem Moment. Ich fand den Moment schwierig, als Josie zu Gloria ganz klar gesagt hat, du diskriminierst. Und umso schöner den Moment, dass Gloria gesagt hat, okay. Und nicht das abgestritten hat, sondern das angenommen hat. Josie hätte es in dem Moment wahrscheinlich auch an mich richten können. So, in dem Moment war es halt an Gloria gerichtet. Also ich stehe dazu, was die katholische Kirche lehrt, dass die Ehe sozusagen, das Sakrament der Ehe ist für Mann und Frau vorbestimmt. Das heißt aber nicht, dass ich gegen homosexuelle Beziehungen bin. Und ich glaube, das muss den Menschen bewusst werden, dass Worte diskriminierend sind, ob du es so meinst oder nicht. Das ist ja kein böser Wille, wenn ich das so sage, ne? Und deswegen lasse ich mich doch auch belehren. Also ich bin auch nicht so ganz happy mit meinem Platz, einfach weil... Ist halt schwierig. Ist halt wirklich schwierig. Löst sie das... Kognitive Dissonanz. Ja, probably. Ist halt schwierig, wenn du wirklich daran glaubst, dass das, was in diesen heiligen Schriften steht, das ist, was stimmt. Und dann halt aber, also ich glaube, das ist für dich auch so voll der Struggle. So, wie kann ich das beides miteinander vereinbaren?
dass ich halt queere Menschen nicht diskriminieren will und gleichzeitig ist die Ehe aber sowas Heiliges, was nur zwischen Mann und Frau stattfinden kann. Wenn Religion für dich halt wirklich so einen wichtigen Stellenwert einnimmt. Weil ich nicht so richtig finde, dass das mein Place ist, zu sagen ja oder nein. Mhm. Ich bin mir bewusst darüber, dass es im Koran deutliche Aussagen gibt. Und die stelle ich nicht in Frage. Für queere Menschen, die Muslim sind, ich kann mir nur denken, wie groß der Struggle ist manchmal. Leute, die queer sind, haben auch ohne religiöse Aspekte in der Geschichte und in der Gesellschaft, die wir hier haben, nach wie vor Riesenprobleme. Die Tatsache, dass sie teilweise um Leib und Leben fürchten müssen, ist einfach ein großes Problem. Ja. So. Und ich würde mich gern darauf konzentrieren. Ich kann aber total verstehen, dass du sagst, ey, wenn ich in deiner Moschee nicht heiraten kann, dann ist das eine Diskriminierung, die ich erfahre. Ich muss darüber noch genug lernen. Mehr kann ich gar nicht sagen dazu. Außer, dass das sind Liebe ich. Liebe ich solche Aussagen. Ich muss darüber noch lernen. Wenn man einfach sich eingestehen kann, okay, ich weiß es gerade nicht oder ich muss mich einfach mal zurücknehmen und wirklich drüber nachdenken und so. Und nicht immer so ganz klare Antworten zu Dingen, mit denen man sich vielleicht noch nie so richtig auseinandergesetzt hat. Finde ich immer schön, wenn Leute dann einfach sagen können, nee, ich muss mir dazu erst noch eine Meinung bilden, ich muss dazu erst noch mehr lernen. Geschwister in unserer Menschlichkeit, nicht Geschwister im Glauben, aber Geschwister in unserer Menschlichkeit. Sorry, wenn ich ganz kurz dazwischengrätschen darf. Ja. Ich finde wirklich, alles, was du sagst, kommt bei mir so an und innerlich habe ich auch ein Lächeln, dass du oder auch du und Omar, dass ihr so denkt und auch so weltoffen denkt und so tolerant. Womit ich ein bisschen struggle, ist so, dass Homophobie in muslimischen Communities ein ganz großes Thema ist. Nicht ich glaube, in allen. Das ist ein ganz allen. Großes Thema. Natürlich. Ja, in allen. In wirklich allen. Also da weiß nicht, ob das jetzt nur so ein muslimisches Ding ist. Auf jeden Fall. Aber die Frage ist so, wie wird sich beschäftigt damit? Ja, weißt du, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen ein Problem damit, wenn man von den muslimischen Communities spricht, weil ich habe von der muslimischen Community gelernt, wie ich jetzt denke. Also so das, was Julia gesagt hat, ist halt das, was in der muslimischen Community eben vertreten wird. Ich will nicht leugnen, es gibt einzelne Muslime, die homophob sind. Aber genau, da ist es mir halt sehr wichtig, dass wir unterscheiden zwischen der Community und dem einzelnen Menschen. In vielen reformjüdischen Gemeinden gibt es eine Änderung, weil man da ein bisschen anders auf die Sachen blickt. Ja. Und das wäre niemals possible gewesen, wenn so offene Leute, und da denke ich ehrlich gesagt irgendwo auch an euch beide, weil ich weiß, ihr seid total offene, weltoffene, tolerante Leute, wenn diese Leute nicht gesagt hätten, Leute, wir müssen erstmal gucken, wie gehen wir miteinander um. Lass uns nicht über die Ehe gerade reden, lass uns nicht über die Partnerschaften reden, ja, aber lass uns um diese Akzeptanz reden. So. Voll. Ehe und Partnerschaft ist das, worüber der Koran eine Aussage tätigt. Der Koran tätigt, soweit ich weiß, keine Aussage darüber, wie ein Mensch liebt. Also das Ledigliche, das Gefühl, wie du bist, das ist so. Es ist uns aufgetragen, einander zu akzeptieren. Ja, aber dann halt trotzdem, okay, du darfst ja so, das ist wieder so ein bisschen, du darfst so fühlen, wie du fühlen willst, aber du darfst halt nicht handeln. Die homosexuellen Handlungen sind das Problem. Da ist halt wieder schwierig. Ja. Genau. Man merkt halt, dass sich die Leute noch nicht so sehr damit auseinandergesetzt haben und das für die einfach nie so ein krasses Thema war. Und deswegen finde ich ja gut, dass sie halt dann sagen, ich muss mich damit noch mehr beschäftigen.
akzeptieren, in Unterschieden. Die Diskussion ganz am Ende des zweiten Spiels, die wurde ein bisschen emotionaler. Ich glaube, das war auch ein relativ schwieriger Moment. Omar und ich, wir sind ja nicht offen, obwohl wir Muslime sind. Wir sind ja offen, weil wir Muslime sind. Naja, aber stell dir mal vor, ich würde sagen, hey, ja klar, ja, Muslime dürfen in Deutschland ihre Religion leben, aber heiraten, heiraten nicht. Und da hat sie auch gesagt, ja krass, ja. Das tut weh, wenn man das hört. Diese Kompromisslosigkeit ist, glaube ich, für viele schwer auszuhalten. Das ist wirklich ein gutes Beispiel. Also auf beiden Seiten, aber vor allem für Betroffene. Ich bin immer wieder in eine Situation gekommen, wo ich das auch natürlich selber in Frage stelle. Und ich bin auch noch nicht mit meiner Weisheit am Ende. Darum geht es bei Religion, zumindest auch für mich. Das ist ein ständiger Prozess und eine Weiterentwicklung ist und ein Hinterfragen und ein Nachfragen sich selbst, andere. Das ist ja so die Schönheit, ja, daran. Wenn ich hier reinkomme und so eine Frage stelle und euch zwinge, euch auf Kissen zu setzen, dann tun wir so, als würden wir entscheiden und als würde ich euch zwingen für richtig oder falsch. Aber ich glaube, wir haben gemerkt, dass es dafür viel mehr Zwischentöne gibt, ja, und auch, ja, wir hoffentlich dankbar sind dafür, dass es auch einen Prozess geben darf, unserer Gesellschaft und auch von jedem von sich. Und wenn ich euch dann wirklich zuhöre, dann sehen wir, dass es da kein Entweder-Oder, nee, meistens gibt in unseren Herzen und auch nicht in euren. Auch wenn wir uns sicherlich nicht alle einig sind. Danke. Danke dir. Danke. Mein Fazit des Tages ist, dass ein Glauben, eine Religion zu haben, was Wunderschönes ist im Leben. Dass damit Werte verbunden sind, die, glaube ich, alle von uns, die auf der Seite der Demokratie und der Menschenrechte stehen, vereinen. Und ich finde die Momente des Zusammenkommens viel schöner als die Frage, wann wir uns spalten. Trotzdem habe ich auch wieder gelernt, dass es okay ist, das auch mal auszusprechen und das auch auszuhalten. Heute ging es mir auf jeden Fall besser als an Tag 1, obwohl ich sagen musste, ich natürlich immer noch kein Verständnis. Ja, und das ist auch okay, dass man manchmal einfach kein Verständnis hat für das, was andere Leute sagen. Und dass man, ja, das ist das. So dieses einfach mal andere Meinungen aushalten und verstehen, okay, du hast dazu jetzt einfach eine andere Ansicht als ich. Und das diskriminiert mich, ist richtig scheiße. Weiß nicht, ob wir wirklich enge Freunde sein können, aber wir müssen jetzt trotzdem irgendwie diese Tage zusammen verbringen. Und das jetzt einfach mal aushalten. Und die machen das ja trotzdem richtig gut. Und es ist ja dann halt, okay, dann reden wir halt nicht über dieses Thema, sondern haben trotzdem irgendwie eine schöne Zeit. Also, steht ihr? Das ist so ein bisschen was, was ich mir auch so ein bisschen in linken Spaces mehr wünschen würde. Dass man gerade bei so Themen, wo es halt jetzt nicht so die eine richtige Antwort gibt, dass man halt einfach ein bisschen mehr mit Empathie aufeinander zugeht und irgendwie auch mal versteht, dass andere Leute vielleicht noch nicht so weit sind. Dass andere Leute vielleicht noch nicht vegan leben, sondern erst noch vegetarisch. Oder dass andere Leute erstmal ein bisschen mehr Zeit brauchen, um dazu zu lernen und sowas, bis sie sich dazu eine wirkliche Meinungen dazu bilden können. Und dass manche Menschen halt einfach keine Meinung zum Thema haben und das auch okay ist. Irgendwie schmerzhaft, wie die Leute versuchen, Jahrhundertealte, weiß ich nicht, wie ungenau übersetzte Schriften immer diversifizierter Sprache von heute immer kleiner zu pflücken, um so viele Widersprüche wie möglich irgendwie zum Schiffen. Ja, also ich kann es halt auch nicht verstehen, wieso Leute an sowas glauben, aber ich weiß halt auch aus meinem Umfeld, dass es vielen Leuten einfach wirklich, wirklich wichtig ist und dass das identitätsstiftend ist und dass das für Leute ja nicht nur halt so auf einer spirituellen Ebene wichtig ist, sondern auch, dass es halt so ihre Verbindung zu ihrer Familie darstellt und so. Also da steckt halt so viel mehr oft dahinter, als nur ein ich glaube an Gott oder ich glaube an hinduistische Götter. Keine Ahnung, da kenne ich mich jetzt nicht so sehr aus. Sowas.
dass es halt für Leute wirklich einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Das macht Glauben aus, nicht Gewissheit auf allen Ebenen. Ja, genau, ja. Ja. Das für manche Meinungen habe. Irgendwie ist man schon gewohnt, emotional jeden Tag belastet zu sein. Das macht man schon fast gar nicht mehr, dass man eigentlich total emotional fertig ist. Aber also gerade zum Beispiel für jüdische Personen, die ja oft dann so gar keine Wurzeln irgendwie haben, sondern halt ihre Wurzeln sind halt, dass sie jüdisch sind. Dass das halt für sie zum Beispiel mega wichtig ist. Kenne ich auch so Leute, die das halt so lange damit gestruggelt haben, dann als queere Personen auch so ihre, also keine richtige Herkunft zu haben, aber auch nicht wirklich deutsch zu sein und so. Und dann halt aber mit dem jüdisch sein, dass so, als sie da irgendwie mehr reingegangen sind, da halt einfach mehr Akzeptanz für sich selber auch lernen konnten und so angekommen sind und sich damit halt dann so wohlfühlen, weil sie dadurch jetzt halt so eine Verbindung zu Vergangenheit und sowas haben. Was halt für andere zum Beispiel, keine Ahnung, für mich, das ist dann halt zum Beispiel eher so queere Community und zu sehen, wie weil queere Community halt so, keine Ahnung, wenn ich mich halt damit beschäftige, wie queere Community früher war, wie queere Menschen vor 10, 20, 100, 1000 Jahren gelebt haben, dass ich dadurch halt so eine Verbindung herstelle. Es ist halt trotzdem, ja, es ist anders, aber trotzdem sehr ähnlich. Also ich merke das auch bei meinem Bruder zum Beispiel. Mein Bruder ist sehr religiös und ich glaube, das, was für mich die queere Community ist, ist für meinen Bruder seine christliche Gemeinde. Naja, ist halt, gehört halt auch dazu. Wir sind noch nicht da angekommen, wo ich hier am Ende der Woche sein will. Wir sind ja nicht hier, um Spaß zu haben. Doch, auch, aber ne? Du weißt, was ich meine. Ich gehe jetzt. Wollen wir noch eine Folge anschauen? Will ich da jetzt noch reingehen? Nee, wisst ihr was? Sorry, aber ich glaube, ich brauche eine Pause. Ich bin heute einfach nicht auf der Höhe. Wir schauen das am Sonntag an. Okay, Sonntag 11 Uhr geht's hier weiter. Und dann schauen wir auch das an.